Optimismus Prime. Hallo Barry. Hey, wie geht's, Mann? Gut geht's, wie geht's dir? Hab mich geprügelt. Ich sehe es, warum hast du ein blaues Auge? Ich würde gerne lügen und sagen, ich habe mich geschlagen, weil die Kantstraße ist ja sehr gefährlich. Charlottenburg ist ein hartes Pflaster. Müssen wir erstmal klarkommen, weißt du, da rumzulaufen in den ganzen schönen Essensläden. Sauna. Ich gehe halt oft in die Sauna, manchmal auch zu oft, glaube ich. Und immer wenn ich rauskomme, ist es hier ein bisschen rot. Kannst dich auch daran erinnern, bei Barrys Barbershop mit einer Maske hatte ich auch immer ein Problem hier mit dieser Stelle. Dann hat sie gesagt, geh bitte nicht in die Sauna. Immer Ärger von der Maske bekommen. Und was habe ich dann gemacht? Du bist in die Sauna gegangen. Am gleichen Tag noch in die Sauna gegangen. Was ist denn heute das Thema unserer Folge? Heutiges Thema ist ganz einfach erklärt. Ich gucke mir ab und zu mal Videos an auf TikTok. Mhm. Und dann gibt es halt immer wieder Theorien, die ich halt extrem crazy finde. Und dann will ich wissen, ob es eine Quelle dazu gibt. Ob es jetzt einfach nur Rumgequatsche ist. Und dann google ich dann ein paar Sachen und dann findest du halt Quellen, wo halt wirklich interessante Geschichten auf der Welt passieren. Und dann habe ich mir Gedanken gemacht mit der lieben Viktoria zusammen, ob es vielleicht die Möglichkeit geben würde, dir mal ein paar Fragen zu stellen. Und es geht einfach nur darum, dass du mal deine Gedanken freien Lauf lassen solltest, um zu wissen, ob es mal vielleicht der Wahrheit entsprechen könnte oder ob es eine Lüge ist. Ich will nur wissen, glaubst du die ganzen Geschichten, die es gibt? Deswegen, Viktoria, das Zepter ist dir überlassen. Erzähl mal bitte die erste Geschichte, die wir haben. Das heutige Thema ist, wie nennen wir das am besten? Zeitreisen. Mhm. Weil wir aus zwei verschiedenen Zeiten kommen. Glauben wir dran? Gibt es sowas? Kann ja alles möglich sein. Dann rede ich mich mal am Kopf und Kragen. Und danke, dass du sagst, wir kommen aus verschiedenen Zeiten. Jetzt bin ich nicht alt. Welten, Mann, Weltenzeiten. Es ist doch das Gleiche, oder nicht? Ich bin gespannt. Los geht's mit der Frage. Okay, wir spielen ein Spiel. Ist diese Geschichte wahr oder falsch? Ich erzähle euch eine Geschichte, die sich 2006 in der Ukraine in Kiew zugetragen hat. Dort ist nämlich ein Mann aufgetaucht und behauptete, er stamme aus einer längst vergangenen Zeit. Er wurde daraufhin von den Behörden, also von der Polizei, aufgesammelt und hat behauptet, er sei 1932 geboren. Er trug einen Ausweis bei sich, ein sowjetisches Dokument aus den 50er Jahren, aus dem hervorging, dass er zu dem Zeitpunkt 2006, also 25 Jahre alt war. Er sah dementsprechend aus, war entsprechend jung, trug eine altmodische Kamera bei sich und ein Outfit aus den 50ern hatte er auch an. Jetzt soll ich sagen, ob diese Geschichte wahr ist oder falsch? Was glaubst du? Was hat es mit dieser Geschichte auf sich? Mein Beruf ist Drehbuchschreiben. Ich lebe von der... Ich wusste, dass es erstmal mit Drehbuch schreiben. Deswegen, ja, das ist gut. Erzähl. Ja. Mein Beruf ist Drehbuch schreiben. Ich schreibe und inszeniere Fiktion. Das ist etwas, womit ich mich den ganzen Tag befasse. Und wenn ich auf mein Leben gucke oder auf mein berufliches Leben gucke, dann habe ich den tollsten Job der Welt für mich. Den tollsten Job der Welt, weil ich den ganzen Tag in Fantasien rumschwelgen kann und mir Sachen ausdenken kann. Deswegen, ich komme aus diesem Game, ja? Aber ich würde ganz sicher tippen, dass diese Geschichte Fiktion ist, weil ich glaube nicht, dass Zeitreisen funktionieren. Barry, soll ich die Geschichte weitererzählen? Vielleicht kriegen wir ihn überzeugt. Erzähl die Geschichte weiter, weil ich würde gerne Florians 100% ehrliche Meinung dazu hören. Deswegen will ich gar nicht erstmal reden. Erzähl weiter. Ich lasse mich drauf ein. Ja. Der Name des Mannes lautet Sergei Ponomarenko. Und er trug, wie eben schon gesagt, eine Kamera mit sich. Er sagte zu den Behörden, hey, wenn ihr mir nicht glaubt, ich war gerade noch mit meiner Freundin an der Seite spazieren, habe ein Foto gemacht von einem komischen Objekt und plötzlich bin ich hier. Lasst uns doch diese Fotos entwickeln und dann könnt ihr ja sehen, dass ich aus einer anderen Zeit zu euch gekommen bin. Jetzt soll ich sagen, was ich davon halte? Das Ding ist, ich ist eine super Fiktion. Ich kann ja gerne sagen, warum ich drauf komme. Ich war auf TikTok unterwegs und die Quelle ist natürlich auch eine Quelle und die hat auch nur eine Quelle. Ob das stimmt, weiß man nicht. Man war halt nicht dort. Ich habe dieses Video gesehen und habe dann auch diesen Typen gegoogelt und dann stand da wirklich genau die gleiche Geschichte. Wir werden auch unter mein YouTube-Video die Quelle reinpacken, also das TikTok-Video von wo wir es haben, damit ihr auch Bescheid wisst, dass ihr euch selber darüber mal auch Gedanken machen könnt, recherchieren könnt. Die Geschichte soll angeblich wahr gewesen sein. Das Unglaubliche ist, die haben ja am Ende des Tages auch dann die Bilder entwickelt. Ne? Warte, ich will das hören. Ja, erzähl mal weiter. Also erzähl weiter. Das ist eine wahre Geschichte tatsächlich. Die Links werden wir natürlich auch in den Shownotes bei allen anderen Podcast-Plattformen auch posten. Richtig. Das heißt, ihr findet die dann nicht
nicht nur auf YouTube, sondern auch überall anders. Weiter geht's mit der Geschichte. Genau, diese Fotos wurden dann entwickelt und die Bilder zeigten tatsächlich das Kiew in den 50er Jahren und sie zeigten ihn auch mit der Frau, seiner Freundin, von der er erzählt hat. Außerdem gab es ein Bild, auf dem angeblich ein UFO zu sehen war. Ein UFO. Denkst du, dass wir alleine sind? Also als kleiner Junge hatte ich ja Angst davor. Ich habe ja auch nicht E.T. geguckt. Ich konnte sowas nicht sehen. Alleine dieser Gedanke, wie sehen die aus? Ich hatte auch Angst vor Spinnen. Ich mag jetzt immer noch keine Spinnen, aber alles, was sehr menschenunähnlich ist, ist auch unheimlich für einen Menschen. Alleine auch die Tiefe. Deswegen, aber mit dem Alter dachte ich, es kann eigentlich unmöglich sein, dass man alleine ist. Es ist auch sich komisch vorzustellen, aber es ist ja auch schon extrem viel auf der Welt passiert, wo immer wieder Sachen passieren. Dann sind es Wetterballons oder Heißluftballons oder sonst was. Aber wenn so oft über was geredet wird und passiert ist, ich glaube, es könnte möglich sein. Die Sicherheit habe ich nicht, aber glaubst du, dass wir alleine sind? Ich sag dir, was ich wirklich glaube. Ich glaube, wir sind nicht alleine, aber ich glaube, wir sind allein auf diesem Planeten. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass es in diesem Universum, und das ist ja nochmal ein bisschen größer da draußen, dass es da nicht noch irgendwo einen Planeten gibt, wo nicht irgendwie wenigstens ein bisschen Plankton rumschwimmt oder vielleicht Saurier oder vielleicht wird dieser Planet beherrscht von Oktopussen, die statt Menschen als alles beherrschen und mit Laserwaffen um sich schießen. Ich glaube, das ist sogar ziemlich wahrscheinlich, dass es das gibt. Ich glaube nur, dass wir das niemals rausfinden werden. Ja, sonst hätte man das jetzt schon irgendwie mitbekommen, ne? Wahrscheinlich schon. Ich meine, guck mal, wir beide leben jetzt schon ein paar Jahre und das ist ja in der Evolution, ist das ein Pups, den wir leben. Das ist ja nichts. Ja. Und manchmal gibt es so Momente, da stehe ich, wenn ich so, ich gehe gerne in die Natur und mache da so irgendwie Ausflüge und letztens stand ich mal irgendwie und habe auf so einen Stein geguckt und das war so ein Hünenbett, also so ein Grab und dann gab es ein Schild dazu und rate mal, wie lange der Stein da schon lag, an der Stelle. Boah, kein über 100 Jahre. 3500 Jahre. Also stehe ich vor einem Stein, der seit 3500 Jahren auf diesem Acker an dieser Stelle liegt und gucke ihn so an und denke mir, wow, überleg mal, 3500 Sommer, Winter, 3500 Mal, 365 Tage, 3500 Mal, Menschen gibt's nicht, was auch immer. Was alles dazwischen passiert, das weiß man nicht, ne? So, ja. Und deswegen ist das, was wir durchleben, ein Pups in der Zeitgeschichte. Ja. Und mal davon abgesehen, wer sagt denn, dass es nicht irgendwo auf einem anderen Planeten Dinosaurier gibt? Aber erst in 3 Millionen Jahren, weil die sind noch nicht so weit. Deswegen, ich kann mir nicht vorstellen, dass hier auf der Erde ausgerechnet hier dass der Riesenzufall, der einzigartige Zufall überhaupt ist, weil so einzigartig sind wir nicht. Aber weißt du, an was ich denke? Ich denke, man hätte davon mitbekommen, aber ich würde davon ausgehen, dass die Menschheit, wenn jetzt zum Beispiel Amerika jetzt entscheiden würde, ey, wir sagen euch jetzt wirklich, was da passiert, auch bei Area 51, die Menschen würden zu viel Angst haben und es würde, glaube ich, genau nach hinten losgehen, weil viele würden damit nicht klarkommen, denke ich, mit dieser Nachricht. Also ich stelle mir vor, auf N24 sehen wir Nachrichten, Punkt 12 und dann sagen sie, ey, es gibt Aliens, die sind jetzt da. Ich glaube nicht, dass alle cool bleiben würden. Ich glaube, das dann irgendwie hinzukriegen, das dann wieder denen zu erklären, da braucht man, glaube ich, dann wieder paar hundert Jahre. Aber welche Frage ich mir zum Beispiel stellen würde und ich ganz interessant finde, ich weiß das nicht, ich hau die Frage mal raus. Wie viele Menschen auf dem Planeten Erde befassen sich aktiv wissenschaftlich mit entsprechendem Gerät damit, was außerhalb unseres Planeten in unserem Universum passiert? Das können doch nicht so viele sein. Meinetwegen, wie viele Menschen arbeiten bei der NASA jetzt mal gesponnen und bei den Russen und bei den Chinesen? Vielleicht sind es 20.000 Menschen. Ja, aber es müssen aber nicht nur Wissenschaftler sein. Es kann ja natürlich auch ein anderer Beruf sein. Es kann auch nur ein Beruf sein, wenn jetzt zum Beispiel Leute jetzt da bei den Pyramiden jetzt irgendwas machen und da arbeiten und dann irgendwie auf einmal merken, okay, da ist jetzt irgendwas. Ich weiß es halt nicht. Es kann ja es ist ja nicht nur ein Wissenschaftler, der sich darüber Gedanken macht, sondern es geht ja in 1000 verschiedene Richtungen. Wenn man sich über die Welt mal ein bisschen so Gedanken macht und rumreißt und viel sieht, dann hinterfragt man, glaube ich, viele Sachen. Deswegen kann ich sehr viel annehmen, aber es ist halt immer auch ein bisschen, ich weiß es nicht, ne? Weil immer wenn ich muss auch Hypnose, wenn ich mir sowas angucke im Fernsehen, ist es echt? Wie kann das passieren? Aber anscheinend geht das. Aber ich glaube das erst, wenn das jemand bei mir macht. So bin ich halt. Also das ist halt die Sache. Victoria, bitte notieren. Podcast, wir gehen sehr bald zum Hypnotiseur. Wartet noch, bitte. Sag mir vorher Bescheid. Ich habe Angst, dass er da irgendwas aus mir rausholt. Ich bin ja bei dir. Ja, ja. Ich bin ja dabei. So, das wird sehr interessant. Nee, aber das ist halt für mich so eine Sache. Es gibt so viele extrem krass interessante Sachen.
Aber nochmal kurz zurück, Hypnose hast du noch nie gemacht, oder? Nee, noch nie. Sehr interessant. Ich habe ja Hypnose schon gemacht. Ja. Wir gehen dahin, wir gehen auf die Reise. Und siehst du, das ist ja unglaublich, das, was die da machen. Und deswegen, kann vieles sein. Kann vieles sein. Also ich denke, die Menschheit würde nicht, wir können ja eine Frage am Publikum stellen. Wäre es gut, wenn man davon Bescheid wüsste, oder glaubt ihr, dass die Menschheit nicht damit klarkommen würde? Ich würde gerne eure Meinung dazu wissen, weil ich kann ja nicht für jeden sprechen. Also ich würde vielleicht damit klarkommen, aber wenn ich dann einen sehen würde und dann auf dem Video sehen würde und es echt sein würde, würde ich, glaube ich, auch erstmal ein bisschen, oh shit. Was mache ich, wenn ich den sehe? Wie geht die Geschichte weiter? Ich habe noch eine Frage an euch. Wenn Aliens auf die Erde kommen, was würde in Deutschland diesmal gebunkert werden? Also Barry, wenn die Aliens kommen, holst du ganz viel Klopapier und sperrst dich in dein Gartenhaus, oder was ist dein Plan? Was bräuchte ich? Ja, das ist die Frage. Ich glaube, ich würde, wie heißen die Nudeln? Das sind Rahmnudeln, würde ich bunkern. Du würdest Rahmnudeln? Das sind Rahmnudeln in so einer pinken Packung. Die sind unglaublich krass. Die sind super, einfach mit heißem Wasser, schmecken nach Carbonara. 20.000 Packungen, mir geht's gut. Und Toilettenpapier, glaube ich, auch noch zeitgleich. Weil man muss ja gegenarbeiten, weil ich vertrage ja nichts Sahniges, Käsiges. Das ist ja das Problem. Und die ist auch sehr scharf. Also genau alles drin, was ich nicht alles essen darf. Alles dran, was du nicht darfst. Ich aber trotzdem jeden Tag essen. Oh, nice. Ja, ja. Das ist cool, ne? Ja, das ist super cool. Ich arbeite gegen mich. Was wäre denn bei dir die Sache? Ich würde noch schnell in den Plattenladen gehen und ganz viele CDs und Schallplatten beziehungsweise DVDs und Filme holen, weil wenn die Aliens kommen, dann schalten die ja das Internet ab. Glaubst du? Bestimmt. Vielleicht haben wir dann Glasfaser. Du glaubst also, dass uns Alien Glasfaser bringen? Also, ich denke jetzt nicht, dass dein Internet weg wäre. Kann aber sein. Wir wissen ja gar nicht, was passieren würde. Ja, aber das sind Sachen, wo ich halt, ab und zu gibt es ja mal so Videos, die vorgeschlagen werden, und dann kommt man so auf Gedankengänge und dann überlegt man einfach mal. Und sehr interessant, beispielsweise auch Nikola Tesla. Auch eine krasse Geschichte. Mal eine Doku von ihm gesehen, zufälligerweise, ich glaube Terra X oder was auch immer. Und dann habe ich mir auch ein paar andere Sachen auf YouTube angeguckt. Der ist ja zu einer Gewitternacht auf die Welt gekommen, der Nikola Tesla. Und dann hat er zu seiner Mutter, glaube ich, mit 4 oder 5 Jahren gesagt, dass er der Sohn des Lichtes ist. Und guck dir, was er gemacht hat. Der hat uns ja Licht gebracht. Sehr viele krasse Erfindungen. Und das Krasse bei ihm ist ja, dass er ja die ganzen Sachen, die er entwickelt hat, die sind ja in seinem Kopf entstanden. Und dann frage ich mich, wie kriegt ein Mensch das hin, zu wissen, wie man beispielsweise eine Glühbirne irgendwie macht? Und der hat das halt in seinem Kopf irgendwie zusammengebaut. Und das ist ja halt auch ein Talent, was nicht oft vorkommt. Und deswegen, das ist unglaublich. Jetzt stelle ich dir mal eine wilde Frage. Bist du bereit? Komm. Sehr persönlich. Bist du bereit? Ich bin, weiß ich nicht. Glaubst du an Gott? Ob ich an Gott glaube? Ich glaube schon, auf jeden Fall. Jetzt wäre meine Frage nämlich gewesen, was ist dir lieber, dass es Aliens gibt oder dass es Gott gibt? Die Frage ist, Florian, ne? Aliens ist ja auch nur ein Begriff, Außerirdische. Hat sich ja irgendjemand ausgedacht. Das ist ja irgendwie, wir wissen ja nicht, was es ist. Wir wissen ja auch nicht, wie Engel aussehen. Wir wissen ja auch nicht, wie Gott aussieht oder sonst was. Sollte man auch gar nicht sich irgendwie vorstellen, wie er aussieht. Aber wir wissen ja auch nicht, ob das vielleicht auch irgendwie, keine Ahnung, die Geschichten sind, die geschrieben worden sind. Sagen wir jetzt mal, vor 5000 Jahren, die ganzen Sachen, die man findet über, keine Ahnung, was auf der Welt passiert. Und da reden die Leute immer über Engel. Vielleicht sind es die Aliens, über die sie reden. Man weiß es halt nicht. Also da gibt es ja 1000 Theorien. Also mir ist beides recht. Dass wir einfach nur aus dem Urschlamm gekrochen sind und dass wir saudumme Viecher sind, die unseren Planeten niederrichten und sich ständig gegenseitig erschießen aus verschiedensten niederen Instinkten, das ist dir zu unbefriedigend. Wir glauben ja auch an das Böse. Ja. Ne? Gibt es ja tatsächlich, es passiert da sehr viel Böses und deswegen muss es ja auch was Gutes geben. Sonst geht es ja uns auch nicht gut. Also immer wenn es mir richtig scheiße geht, baue ich mich damit auf, da ich weiß, es kommen gute Zeiten. In einer Woche vielleicht eine kleine Nachricht von Kollegen, der mich auch, was auch immer, es kann ja irgendwas passieren. Und dann, wenn es mir gut geht, geht es mir ja nur gut, weil es mir mal richtig scheiße ging. Das heißt, es muss immer irgendwas anderes da sein. Und die Leute, die halt an nichts glauben, ist ja völlig egal, ob es jetzt der Glauben ist völlig egal, Hauptsache man glaubt an irgendwas. Die Menschen, die an was glauben, die sind für mich auch ein bisschen glücklicher, weil die Leute, die sagen, es gibt nichts, es gibt nur das Böse und alles ist scheiße, die sind dann irgendwann mal so krass zerstört, dass sie halt nicht mehr rauskommen aus dieser Bubble, denke ich, und ist dann, glaube ich, auch nichts Schönes. Meinst du, dass es schlecht für die Gesellschaft ist, dass momentan die Kirchen so, dass die Leute alle wegrennen und da keine Lust mehr drauf haben und dass die ganzen Kirchen Gläubige verlieren und so weiter? Glaubst du, dass es was Schlechtes? Ich finde, die
ich will sie jetzt nicht schlecht reden, die Kirche, aber da gibt es ja viele Sachen, die ich nicht verstehen kann mit den ganzen Bezahlsystemen und so, was da halt alles ist. Da sind ja viele Sachen, die schon ein bisschen komisch sind, weil ich denke, so ein Glauben, da sollte ja nichts kosten, meiner Meinung nach, finde ich. Das ist ja nicht, wo man irgendwie damit, wenn man irgendjemandem Geld geben will, aus einem guten Willen, dann macht man das, aber das ist schwierig, ne? Das ist schwierig. Ich finde eher die Übergriffe gegen Kinder etwas schwieriger. Ja, das ist noch, darüber will ich ja gar nicht reden. Das ist selbstverständlich, dass es katastrophal ist. Also, darüber will ich. Und es passiert ja auch immer öfter. Also, alleine mit den, was war das nochmal? Ich will nichts Falsches sagen. Da gab es ja auch eine andere Geschichte, die extrem war. Da mit einem Kuss auf den Mund. Ja, das war der Dalai Lama. Das habe ich auch. Ich habe das gehört und habe das halt nicht weiter verfolgt. Aber dann habe ich das Video gesehen. Das ist verrückt. Ich habe es mir nicht angeguckt, aber es ist wirklich crazy, oder? Das ist verrückt. Das ist verrückt. Also darüber, da bin ich sprachlos. Da sind aber so viele andere Baustellen, das ist dann das Allerschlimmste natürlich, was da passiert, auch in dieser Richtung, aber ich will das Thema nicht aufmachen. Ich verstehe. Das ist ein sehr, sehr heikles Thema. Ich bin Comedian, ein Schauspieler, ich will positive Sachen mitgeben und wenn ich dann irgendwann mal die Zeit habe, mich für gewisse Sachen zu interessieren, dann will ich immer nur drüber reden, wenn ich wirklich einen Plan davon habe, ob es Religion, Politik oder andere Sachen sind. Und ich will auch nicht urteilen, ich will auch nichts schlecht reden, weil es kann sich immer irgendjemand angegriffen fühlen. Das ist richtig. Haben wir noch eine Geschichte? Habt ihr noch eine Geschichte mitgebracht? Ja, es geht noch weiter. Die Geschichte geht weiter. Oh, ich bin gespannt. Die Geschichte geht weiter. Okay, überzeug mich. Noch bin ich nicht, noch denke ich, ich bin bei Netflix. Hol mich ab. Ich fasse nochmal zusammen. Es gibt diesen Typen aus der Vergangenheit, der in die Zukunft gereist ist oder in die Zukunft gereist wurde. Wie auch immer, der hatte diesen Fotoapparat dabei, die Fotos wurden entwickelt, darauf seine Freundin zu sehen und so weiter. Jetzt dachten sich die Behörden, wenn der wirklich aus der Vergangenheit kommt, dann muss es ja neben seinem Ausweis noch irgendwelche anderen Dokumente über ihn geben. Gucken wir doch mal nach. Und siehe da, es gab tatsächlich Aufzeichnungen von einem Mann mit demselben Namen, der in 1958 verschwunden war. Sie haben es sogar geschafft, über den Namen der Frau, seiner Freundin, diese Frau auch tatsächlich zu finden in 2006. Zu dem Zeitpunkt war diese Frau bereits in ihren 70er Jahren. Und diese Frau erzählte den Behörden, dass ihr Freund, also Ponomarenko, tatsächlich 2 Jahre lang verschwunden war und dann in den 50ern wieder aufgetaucht. Außerdem erhielt sie ein Foto von ihm, was sie auch mitbrachte zu den Behörden, zur Polizei. Auf dem war Ponomarenko zu sehen als älterer Mann und angeblich wurde dieses Foto 2050 in Kiew aufgenommen. 2000 wann? 50. Das, soweit habe ich nicht recherchiert. Okay, wir sind bei Dark angekommen. Geht die noch weiter, die Geschichte? Erstmal soweit. Oh, erstmal soweit. Was sagst du dazu? Also, das sind jetzt alles Fakten, über die man auch jetzt sich selbst erkundigen kann. Wie kann sowas passieren? Sind das Fakten? Also, das steht ja da. Und den Menschen, die gibt es? Also, wo ist es passiert? In Amerika oder wo? Kiew. In Kiew. Kiew. Ist es erfunden? Meine Meinung? Ja. 100%. Was sagst du denn? Du hast es ja vorgelesen. Es gibt weiterhin Videoaufzeichnungen. Dieser Mann wurde dann natürlich für bekloppt gehalten und es gab einen Psychologen aus einer Klinik, der mit ihm gesprochen hat, ihn betreut hat. Und er wurde über Nacht natürlich auch festgehalten in einer Zelle mit Videoüberwachung. Auf diesem Footage ist er zu sehen und irgendwann ist er nicht mehr zu sehen. Hast du das Material gesehen? Ich habe das Material gesehen. Okay, glaubst du denn, dass das stimmt? Das ist ja nicht die Frage. Ist nur jetzt, wir müssen jetzt darüber. Ich weiß es nicht, weil wer denkt sich das alles aus, denke ich. Frage ich mich immer. Ja, doch, es gibt auch Menschen, die einfach viel Zeit haben. Die haben sehr viel Zeit. Ja, gibt es auch. Mhm. Das ist erfunden. Ich finde viel spannender die Frage, wer würde sowas machen? Naja, du kannst jetzt ja mal richtig bösartige Sachen sagen. Ich glaube, dass, ich gebe dir mal ein Beispiel. Es gibt ja zum Beispiel irgendeinen Menschen, der sich mal ausgedacht hat, er würde mit dem Namen QAnon eine super coole Figur abgeben und der angefangen hat, seinen eigenen kleinen Kult im Internet zu starten. Und jetzt gibt es eine nicht geringe Anzahl von Menschen auf dem Planeten, die glauben, dass diese Person das darstellt, was sie darstellen soll. Dass QAnon behauptet, ich kenne mich nicht so genau aus, weil ich da wirklich mangelndes Interesse habe. Aber soweit ich das weiß, geht er davon aus, dass er an der Quelle sitzt für Informationen, die sonst keiner hat und hat große Ahnung und weiß halt das große Bild. Blöderweise stimmt nie, was er sagt. Und
Es gibt eine riesen Volksschaft von Leuten, die das ganz toll finden. Und ich glaube, am Ende des Tages ist das irgendwie ein sehr gelangweilter Mensch in Arkansas, der in seinem Keller sitzt, furchtbar gerne Call of Duty zockt oder Counter-Strike und zwischendurch, wenn er das gerade nicht macht, dann irgendwie sich hingesetzt hat und dann irgendwie eine Story sich erdacht hat, die ins Netz gepostet hat und jetzt eine hohe Anhängerschaft hat. Nichts anderes als Fiktion. Schwierig, ne? Es ist eine krasse Geschichte, da muss der Typ, der das dann sich ausgedacht hat, glaube ich, auch Filme machen, wenn das dann alles erfunden ist. Na, wer das in Kauf nimmt, Menschen wahnsinnig zu machen, weil die QAnon-Leute sind aggressiv, gefährlich. Ich weiß gar nicht mal, was QAnon ist. Was hat es damit auf sich? Was ist das überhaupt? Das ist in rechten Kreisen und in den Querdenker-Verschwörungskreisen ist das eine Anführerstimme. Das ist ein Typ oder eine Person. Okay. Man weiß halt nicht, wer das ist. Der nennt sich so. Der nennt sich so. Okay. QAnon ist der Name, den er sich gibt. Der Wahrheiten über die Politik und Weltverschwörungen droppt und dann glauben die Leute das. Und am Ende des Tages kam jetzt, glaube ich, mehrfach raus, dass das nicht der Wahrheit entspricht. Und solche Leute sollten keine Filme machen, solche Leute sind nämlich gefährlich. Ich meine nicht ihn, ich meine jetzt derjenige, der hier mit den, der Zeitreisenmensch, das meine ich halt. Die Geschichte, wenn du sagst, wir sind bei Dark angekommen. Also wenn jemand sich sowas ausdenkt, dann ist es eine krasse Geschichte. Wenn es keinen Urheber gibt, nehme ich die Story. Ja. Dann eine andere Frage. Es geht weiter. Es geht nicht weiter, aber ich kann es auflösen, okay, wenn ihr wollt. Gerne. Oh, es gibt eine Auflösung. Ja. Es gibt eine kleine Auflösung. Okay, jetzt bin ich gespannt. Also ihr sagt beide, dass es Fiktion ist, ja? Ja. Ich sag nicht, dass es Fiktion ist. Ich kann mir es auch nicht vorstellen, aber... Barry ist zu 100% überzeugt, der ist drin. Nein, ich bin der nicht überzeugt. Der findet die Geschichte so spannend. Ich finde es halt nur sehr, sehr... Lös auf, ich will hier nicht... Also Holmes und Watson, ihr habt Club kombiniert, aber ihr habt die falschen Fragen euch gestellt. Und zwar... Wenn das wirklich stattgefunden hätte, warum haben sich die offiziellen Behörden, die diesen Fall hatten, dazu nicht geäußert? Warum wurde der nur auf speziellen sozialen Medien gepostet, dieser Fall? Der hat es nie in die Zeit oder in die Tagesschau oder sonst wohin geschafft. Zusätzlich habe ich eine Quelle auch im Internet gefunden. Es ist ein Typ aus Amerika, der sich mit genau solchen Theorien befasst und dann halt ganz tief in die Recherche geht. Dieses Video verlinken wir auch. Und es ist tatsächlich aufgefallen, dass ein paar der Stempel auf den Pässen zwar aus der richtigen Zeit sind, aber nicht richtig verwendet wurden. Hinzu kommt eine sehr ähnliche Geschichte in einer ukrainischen Serie, behandelt genau diesen Fall. Und aus dieser Folge sind angeblich auch all diese Indizien geklaut. Also ist die Antwort Fiktion. Wir werden es nie herausfinden. Freuen wir uns damit an. Bist du heute Nacht schlaflos, weil du denkst, was ist jetzt wahr und was... Nee, dann nicht. Dann sonst würde ich ja verrückt werden. Dann würde ich ja alles glauben. Ich hinterfrage mich, ich finde es ja nur interessant. Mhm. Ich finde es nur interessant, auch über so eine Sachen wie hier Aliens, so eine ganzen Geschichten, was da passiert. Es ist krass interessant. Gibt da auch deswegen, das ist doch nice. Dein Lieblings-Alien-Film? Gibt es nicht. Ich finde zum Beispiel Independence Day, Klassiker, den finde ich cool. Mhm. Der zweite war Schrott. Ja, den konnte ich nicht mehr zu Ende gucken. Ja, der war voll. Aber was gibt's denn noch für Alien-Filme? Ja, dann gibt's noch Alien vs. Predator, die fand ich nicht so gut. Aber Alien, die ersten Teile, fand ich schon gut, muss ich sagen. Konnte ich auch als kleiner Junge nicht sehen, weil ich viel zu gruselig. Aber dann ging's klar, haben die schon gut gemacht. Und noch ein anderer, wie hieß der nochmal? Da waren die irgendwo im Weltraum, dann ist dann so ein komisches, in so einer komischen Kiste war so ein Wurm drin und dann wurde er immer größer. Der nochmal? Den habe ich gesehen mit Jack Gyllenhaal. Ja, der war krass. Der war crazy. Der war gut, den fand ich sehr, sehr nice. Ich habe den Titel auch vergessen. Aber wie alt warst du, als du dich zum ersten Mal getraut hast, E.T. zu gucken? Ich habe E.T. nie feiern können, weil ich E.T. direkt gruselig fand, wo ich klein war. Ich weiß gar nicht, wie alt ich da war, wo ich E.T. geguckt habe. Aber du hast ihn gesehen? Ja, aber auch die anderen Sachen. Ich hatte direkt so, wo ich seinen Kopf schon gesehen habe, hat mir nicht gefallen. Okay. Nee, ich war kein E.T.-Fan. Ich verstehe. Auch Chucky die Mörderpuppe. Oh, Chucky die Mörderpuppe ist schlimm. Mein erster Horrorfilm war Blair Witch Project. Warum machst du denn sowas? Weil ich Geschwister habe, die älter sind. Okay, es erklärt einiges. Ich habe auch ältere Geschwister, aber die haben mich beschützt. Ah, ja. So, die haben mir auch keinen Rum gegeben in einem Glas und gesagt, hier nimm mal ein Stück Wasser. Das ist eine wahre Geschichte. Ja, ich weiß. Ja. So, die nächste Geschichte. Was hast du denn noch, Victoria? Als nächstes müsst ihr euch dem Zuckerdöschen zuwenden. Zuckerdöschen. Du bist dran. Ich habe letztes Mal angefangen. Welchen Menschen würdet ihr mittels Zeitreise auf einen Kaffee oder Tee treffen wollen? Wow. Welchen Menschen ich treffen würde?
Wen würdest du gern treffen wollen? Die Sache ist halt so, ob es die dann auch wieder gab, diese Menschen, ne? Es gibt ja auch viele Legenden, aber ich hätte Bock, mich so mit Ragnar Rockblock mal zu unterhalten. Was ist das? Ragnar Rockblock ist ein Wikinger. Ist ein Wikinger-Krieger gewesen. So, ey, ist cool. Machst du das so mit deiner Herrschaft? Wie hast du das gemacht? So mit so einem Schiff. So da so rüber zu reisen, ohne Angst zu haben. Was machst du so mental? Gehst du kalt duschen? Nee, das würde ich so, das wäre so, wäre cool, wenn er dann, kann sein, dass er mich verprügelt, aber Victoria kommt nicht. Victoria klar. Lacht sich scheckig, das was gehört denn? Dir, ne? Ist doch okay, ist doch gut, oder? Ich, genial, ich lieb's. Ja, ja. Wer denn bei dir, Matcher? Stanley Kubrick. Stanley Kubrick. 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 Ja. Yeah. Stanley Kubrick. Stanley Kubrick. Who's that guy? Weißt du nicht, wer Stanley... Doch, bestimmt kenne ich was, aber der Name sagt mir nichts. Was hat er gemacht? Film, Musik, was? Ja, ist ein Filmemacher. Was für Filme hat er gemacht? Berühmte. Welche? Zum Beispiel Odyssee im Weltraum, 2001, Odyssee im Weltraum. Habe ich nicht gesehen. Clockwork Orange. Auch nicht gesehen. Full Metal Jacket. Habe ich gesehen, jetzt weiß ich, wer es ist. The Shining. Habe ich vielleicht gesehen. Ich muss The Shining doch, glaube ich, bin mir nicht ganz sicher. Mhm. Und viele, viele andere. Sein letzter Film war Ice White Shot. Und warum er? Typ war ein Genie. Visuelles und erzählerisches Genie. Und ich hätte große Lust, einmal mich mit ihm zu unterhalten und einfach ihm zuzuhören, wie er erzählt, warum er ein Genie ist. Krass, was macht ihn besser als zum Beispiel jetzt die Leute, die jetzt Filme machen? Was hat er anders gemacht? Wenn du die Filme siehst, weißt du es. Ja. Ja, also wir haben ja momentan gerade eine Zeit, wo die Filme leider sehr, sehr schlecht werden und sehr, sehr schlecht sind. Wir haben ja momentan nun wirklich keine Hochzeit. Der nächste Flop, mir blutet das Herz. Rate, welcher Film ins Kino kommt, der richtig schlecht sein soll. Da bin ich gespannt. Indiana Jones. Oh, ich habe nicht mehr die anderen Teile gesehen, die neuen. Welche? Ich war nie ein, du wirst mich jetzt wahrscheinlich nicht, du wirst mich hassen, ich war nie Indiana Jones Fan. Das gibt es nicht. Doch, wirklich, ich war nie ein Indiana Jones Fan. Es ist nicht möglich. Doch, auch, ich konnte mich damit nicht anfreunden. Okay. Ich konnte mich kein bisschen, ich habe dann versucht, die zu gucken, ich dachte, ey, hör auf, Alter, Indiana Jones, Alter, erzähl mir doch nichts, Mann. Was ist denn das, Alter, was du da machst? Okay, alles klar. Ja, okay, tut mir leid, ich weiß. Gar nichts. Es ist wie mit Hertha, wenn du dich da lustig machst mit Hertha. Das ist genau das Gleiche, jetzt fühlst du meinen Schmerz. Ich, ja, muss ein Wasser trinken. Ich fühle ihn so, ich muss einen Schluck Tee trinken. Das tat weh. Da kommt ein neuer Indiana Jones da, der lief jetzt schon, die Kritiken sind verheerend und wir haben ja ganz viele Kackfilme momentan und geil ist das ja alles nicht. So, und gibt ja nur noch wenig Ausnahmen. Und Stanley Kubrick war einfach wahnsinnig kreativ und war einfach wahnsinnig, ja, der hat einfach wahnsinnig gute Ideen gehabt und ja, das war schon spannend. Indiana Jones oder MacGyver? Für mich? Ja. Indiana Jones. Ja. Fandst du MacGyver cool? Nein. Das war Trash wahrscheinlich für dich, ne? Was war das? War das Trash für dich? Totaler Trash. Ja? Wie kommen wir hier raus? Moment, wir haben einen Kugelschreiber und ein Kaugummi. Wir fliegen. Mach doch auch so ein Flugzeug. So, nicht mein Ding. Aber Florian. Ach so, Zuckerdöschen. Wie würdet ihr das Phänomen der Zeitreise erklären und wie würdet ihr es widerlegen? Erklären kann ich es nicht, aber was für mich auch sehr faszinierend ist, ist zum Beispiel das Bermuda-Dreieck. Mhm. Da passiert ja auch sehr viel. Es gibt ja die Theorie, dass da sehr viel Methan ist und deswegen werden die Flugzeuge runtergezogen und sonst was und andere Wetterverhältnisse. Es gibt da sehr, sehr viele Theorien. Mhm. Sehr, 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 sehr viele Theorien. Aber dann gibt es natürlich auch wieder andere Theorien. Kann man auch nicht erklären. Wahrscheinlich passiert dort etwas. Ich weiß nicht, vielleicht ist dort ein Portal, Florian. Keine Ahnung. Nee, aber Zeitreisen kann man gar nicht erklären. Doch, kann man. Kann man das erklären? Mhm. Ich kann mir auch nicht vorstellen, wie kann man überhaupt sowas herstellen, eine Maschine? Das geht doch gar nicht. Na, du brauchst einen Fluxkompensator. Und den musst du in einen DeLorean einbauen. Ah. Ah. Und wenn du den Fluxkompensator im DeLorean eingebaut hast, so, dann geht's los. Barry, vor 3 Jahren hätte es geglaubt. Okay? Aber ich bin erwachsen geworden. Und ich bin dabei. Aber nochmal, um diese Zeitreisegeschichte zu erklären. Ja. Ich bin jetzt kein Experte für die Relativitätstheorie und auch nicht für Einsteins Gedankenkosmos. Aber ich glaube, dass alle Ideen rund um das Thema Zeitreise für uns und unsere Technologie schlichtweg unmöglich sind. Weil wir einfach nicht über die technischen Möglichkeiten verfügen, so viel Energie und so viel Geschwindigkeit herzustellen, dass Zeitreise irgendwie funktioniert. Also bleibt bloß der Fluxkompensator. Ja, und nee, doch. Da, ich denke, das ist auch eine der Möglichkeiten, aber da gibt es auch was anderes noch. Hab vergessen, wo das war. Das habe ich damals in Bildende Kunst hatte ich das. Mhm. Ja. The Flash zum Beispiel. The Flash. Der kann ja so schnell rennen, dass alles andere langsam ist. So, aber wir haben halt keinen Flash. Vielleicht ist mit den Kaltduschen.
Kalt duschen. Ich glaube, da muss man anfangen, 5 Minuten kalt duschen. Dann ist alles möglich. Dann ist auch die Zeitreise möglich. Musst du mal ausprobieren, hast du ja noch nie gemacht. Nee, mach ich. Und Atemübung. Machst du das wirklich? Nee, ich schaffe 1 Minute kalt duschen. Oh, es ist so ätzend. Oh Gott, und ist das ätzend. Atemübung mache ich auch vorher, wenn dann so die Lungen genügend so Power haben, dann geht das, weil Problem ist, wenn das Wasser kalt angeht, von 0 auf 100, ziehen sich die Lungen zusammen und dann hast du halt so dieses beklemmende Gefühl. Aber wenn du vorher atmest, dann geht das schon. Willst du mal was Lustiges über Victoria wissen? Ja. Sie ist in Ohnmacht gefallen, beinahe vor 2 Tagen. Rat mal, was sie sich angeguckt hat, warum das passiert ist. In Ohnmacht gefallen von einer Sache, die sie gesehen hat. Ja. Was ist passiert? Sie hat eine Folge Dr. House gesehen. Dr. House? Dr. House war eine Serie vor ein paar Jahren über so einen Arzt in Amerika, der so Fälle löst, so ein ganz kluger Arzt. Und da musste eine Frau, weil die am Südpol war, per Internet zuschalte, musste sich selbst eine Biopsie machen und quasi selbst in einen Lymphknoten eine Spritze reinjagen und daraus Flüssigkeit herausziehen. Und das haben die dann in der Folge sehr deutlich gezeigt. Und plötzlich ist Victoria fast in Ohnmacht gefallen. Ja, Kreislauf, nass auf der Stirn und auf allen Vieren ist sie dann Richtung Klo gekrabbelt, weil sie dachte, sie müsse sich übergeben, was dann nicht passierte. Aber sie ist fast in Ohnmacht gefallen. Das war witzig. Nee, ich kann sowas nicht sehen. Sowas. Ich bin zum Beispiel auch so einer, wenn ich jemanden kotzen sehe, es war, wo ich jünger war, musste ich dann auch direkt kotzen. No. Doch, ich musste direkt auch kotzen. Ich bin überhaupt nicht empfindlich. Nee, so, aber jetzt auch nicht mehr bei mir. Aber wenn, ich habe das gesehen. Ich kann auch nicht eklige Videos sehen, wenn jemand, ich will das nicht aussprechen, auch so, wenn jemand Pickel ausquetscht und sowas. Warum macht man sowas? Menschen gucken sowas. Frauen ich gucken gucke sich. Wieso, nein. Liebe Frauen da draußen, ne? Wieso ist es denn so, dass ihr euch so eine Videos anguckt, wenn so Pickel ausgequetscht werden? Nein, Pimpelpoppers, gibt so eine Serie. Nein. Ah, oh, nein. Let's just, nein. Victoria, hast du dir jemals solche Videos angeguckt? Guck dir die Pause an. Guck dir die Pause an und der Blick sinkt. Sag doch mal, sprich dann bitte ins Mikrofon rein. Ja. Ich möchte nicht drüber reden. Ja, so, ne, so. Erbärmlich. So. Ich bin enttäuscht. Deine Mutter. Zieh einen Zettel. So, ich zieh nochmal einen Zettel. So. Die können wir einladen. Das ist eine super die Dr. Pimpelpopper. Das gibt es? Ja, es gibt eine Serie auf, ich glaube, MTV Viva irgendwo. Da hat sie so eine ihre Praxis und dann kommen da Leute mit so riesen, egal. Eine 1500 Jahre alte Mumie trägt Schuhe, die aussehen wie Adidas-Sneaker. Wer war zuerst da? Die Mumie oder Adidas? Was sagst du dazu? Adidas ist eine deutsche Traditionsfirma. Die war natürlich zuerst da. Als die Mumie? Ich glaube, Adidas, das ist meine Theorie, hat es von den alten Ägyptern geklaut. Ach, keine Ahnung. Meinst du, es könnte sein? Nein. Vielleicht ist das Copyright der Adidas 3 Streifen bei Pharaonen, Alter. Aber dazu gibt es, Victoria, eine Quelle, ne? Gibt es eine Quelle dazu? Dazu gibt es mehrere belegte Quellen, ja. Ja, aber um das nochmal besser zu erklären, es wurde tatsächlich eine Mumie gefunden vor 1500 Jahren, die einen Schuh anhatte, wo es halt so ähnlich aussah wie Adidas. I see. Na? So. Ja, aber da sieht man mal wieder, dass das gestalterische und grafische Elemente sich wiederholen und sehr ähnlich sind. Ja, genauso wie auch Nike, glaube ich. Das war mal eine, ist es nicht irgendwie eine Göttin gewesen? Kann man das irgendwie schnell googeln? Nike war die griechische Siegesgöttin. So, und das weißt du? Ja, ich heiße Victoria. Oh, stimmt. Ja, und deswegen gibt es ja sehr viele Marken, die auch wahrscheinlich historisch sind und die Leute machen sich da Gedanken. Deswegen kann natürlich sein, dass dann irgendeiner, der so Bock hatte auf so Geschichte, dann sagte, ey, weißt du was, lass doch so den Streifen machen. Who knows? Hm, 3 Streifen? Ist jetzt auch nicht so kreativ, oder? Ja, aber cool. Ja, cool. Magst du Adidas? Eher Nike. Adidas ist auch cool, aber Nike ist mehr so wegen Fußball und die Fußballspieler, die ich geliebt habe, die haben halt immer die Schuhe getragen, deswegen. Als erklärter Nike-Fan, hast du schon den Film gesehen? Ja, habe ich gesehen. Und? Ich fand den gut. Ben Affleck? Ja. Matt Damon? Ich fand den gut. Super, oder? Ja, ich fand den richtig gut. Ich fand den gefeiert. Ich fand ihn als Charakter, also Ben Affleck, als verrückten Nike-Chef, das war nice gemacht. Auch oder? Mit seinem Ferrari da auf dem Parkplatz immer. Und dann auch zu den ganzen Konkurrenten. Und ich wusste, dass Converse damals auch sehr weit oben war. Aber so krass bildlich habe ich es noch nie gesehen. Und auch, wie die dann auch gegeneinander gehandelt haben mit den Spielern, wie sie umgegangen sind. Und wie auch vorher dann zu Mami, oh, ich will nicht spoilern. Nee. Ich habe schon viel gespoilert, ne? Nein, hast du nicht. Alles in Ordnung. Aber ich fand den super. Ich fand den super gut. Weißt du, was richtig gut war in dem Film? Die Kostüme. Diese ganzen 80s und Early 90s und so, das sah so gut aus, Alter. Alles haben die gut gemacht. Das war richtig alles, gut. Alles. Welche 3 Dinge dürfen auf einer Zeitreise nicht fehlen?
Welche drei Dinge dürfen auf einer Zeitreise nicht fehlen? Bei mir ist einfach. Jetzt du. Also auf jeden Fall Handy mit einer Handyhülle, wo noch eine Powerbank drin ist. Mhm. Das heißt, es ist dann eine Sache, da ich eine ganz Sache. Viele Aufnahmen mit habe. Ist weil ich gehe dann zu der Zeit Ragnarok-Block, treffe ich ja. Und da will ich extrem viele Videos mit denen drehen. Mhm. Vielleicht auch so ein paar Sketche, so, weißt du, mit ihnen zusammen, die ich angeben kann. Deswegen braucht man noch ein Telefon. Seine Nummer würde ich nehmen. Gucken, wie ich ihn kontaktieren könnte, auch für die Zukunft. Mhm. Was würde ich noch mitnehmen? Dann würde ich Pfefferspray mitnehmen, falls er mich angreifen würde, Ragnarok-Block, da ich mich verteidigen kann. Aha. Und vielleicht so Süßigkeiten auch noch, da ich ihnen die zum Essen geben kann. Oh. So krasse Sachen. Boah, hier, guck mal, lass mich leben. Das klingt gut. Ja. Das klingt sehr, sehr gut. Was wäre es bei dir? Auf Platz 1 meine Frau. Ja. Auf Platz 2 ein guter Anzug. Und auf Platz 3, wenn ich in der Zeit zurückreise, dann würde ich gerne etwas Kultiviertes aus unserer Gegenwart mitnehmen. Und dann als Dokument in der Zeitreise zurück den Leuten dann zeigen und sagen, hey, guck mal, da geht die Reise hin, das wird es geben. Ein Telefon. Ja, jetzt könnten Leute jetzt sagen, wenn sie ein iPhone mitnehmen oder einen iPod oder meinetwegen ein Bild von einem Tesla, das würde ich alles nicht mitmachen. Jetzt wird es interessant. Was ist denn eine zeitliche Errungenschaft, die kultiviert unsere Gegenwart, spiegelt, die damals... Ich sag dir so, wie es ist, Florian, dann ist es das Telefon. Wenn du etwas mitbringen willst, dass du denen zeigen kannst, so sieht es halt ein Telefon. Da ist alles drin. Das ist ganz klar, oder nicht? Findest du nicht? Nee, da hätte ich anderes. Ein Steven Spielberg-Film. Zum Beispiel, das wäre doch mal was. Ja, da gebe ich dir recht. Das ist krassen Film. Das ist eine gute Idee. Ein krasser, guter Film der Gegenwart. Das ist gut. Ja, aber lass uns doch nochmal zum Kernthema dieser Folge zurückkommen, was mich total interessieren würde. Hast du das Gefühl, dass TikTok die Leute schnell verführt, sich Stories reinzuziehen und die zu schnell zu glauben? Ja, 100%. Erzähl mal. 100%, weil das ist ja wie mit den ganzen Verschwörungstheorien. Mhm. Ne? Die Menschen, die so eine Theorien erzählen, die sind ja nicht dumm, weil das hört sich ja irgendwie alles irgendwie ausgeklügelt an. Mhm. Die sind halt nur ein bisschen, ich will nichts sagen, aber die machen sich da irgendwie schon Gedanken bloß in der falschen Richtung. Und wenn Leute Zeit haben zu Hause, dann irgendwelche Videos zu machen, auch cool zu animieren mit den ganzen AI-Möglichkeiten, die es jetzt auch gibt, und dann müssen die es halt einfach nur ein bisschen ausschmücken, dann kann es jemanden glauben, der halt ein bisschen grün hinter den Ohren ist. Aber wenn man ein bisschen recherchiert und guckt und dann nur ein paar Klicks macht, dann findet man das eigentlich ganz, ganz schnell raus. Aber viele Leute sind einfach zu faul. Ich lasse mich davon nicht beeinflussen. Ich mache auch sehr, sehr krasse Pausen damit, weil wenn du auf TikTok selber schon Videos hochlädst wie ich und du dann auch auf der Plattform bist und kriegst du automatisch auch Sachen vorgeschlagen, die dir halt gefallen, wird dein Gehirn dadurch kaputt gemacht. Hm. Und meine Kunst, die ich mache, ist mir sehr, sehr wichtig, dass ich nicht schlechter werde. Deswegen muss ich da viele Pausen machen. Ich nutze TikTok nur so, um einfach nur zu schauen, was die anderen machen. Ob es ähnliche Leute gibt, die meine Videos machen hier in Deutschland. Und finde ich noch nicht. Es gibt viele Leute, die Comedy machen, aber diese Art von Comedy wie ich macht keiner. Und deswegen bin ich da immer am Gucken, was da läuft. Ich verstehe. Ja, genau, weil ich konsumiere sowas ja gar nicht. Ja, ist besser. Naja, ich bin da wirklich raus. Nein, ist wirklich sehr gefährlich. Und ich glaube, die erste große, es ist jetzt Halbwissen, aber ich glaube, diese erste riesengroße Verschwörungstheorie, die dann kam, war ja 9-11, Inside Job, und die haben das selbst gesprengt und so weiter und so fort. Und ich meine, es gab schon immer Verschwörungstheorien, aber ich glaube, so richtig wild geworden ist das mit 9-11 Anfang. Noch viel mehr gibt es da. Ich finde aber das mit den Verschwörungen gar nicht so schlimm. Warum? Ich finde andere Sachen viel schlimmer, dass sich da alle streiten. Das ist eine Plattform, die sehr viel Hass hat. Und ich frage mich, warum wird das aber einem vorgeschlagen? Du meinst jetzt TikTok? Ja, TikTok. Ja. So, darum geht's halt. Weil dein Video hat dann beispielsweise, da streiten sich dann Leute, dann wird dann dir eine Verschwörung gezeigt und dann ein trauriges Video, dann kommt ein anderes Video. Also so viele verschiedene Emotionen, die kommen, die einfach für ein Gehirn einfach nicht funktionieren. Gute Laune, schlechte Laune, Trauer, Krieg, dies, das, tralala, der streitet sich mit denen. Da passiert so viel. Ist Aggression drauf? Ja, wenn man dann irgendwann mal halt auf diesen Algorithmus kleben bleibt. Ich zum Glück kann ja meinen Algorithmus steuern, indem ich dann halt nicht so eine Videos dann öfters angucke. Ich habe sehr viel Comedy, sehr viele Sketche, sehr viel, beispielsweise Jim Carrey-Videos werden mir oft angezeigt. Sehr viel Mr. Bean wird mir angezeigt. Dann Fußball-Videos werden mir angezeigt. Das ist ja cool, das will ich halt sehen. Aber wenn ich dann halt traurige Videos angucke, so weil es dir nicht gut geht und dann guckst du das nächste traurige Video, dann wird dir irgendwann mal nur sowas vorgeschlagen und dann zieht es dich halt runter. Hm.
für einen positiven Abschluss des Podcasts von euch beiden eine positive Lebensweisheit. Oh, ich habe eine. Du zuerst. Ich weiß nicht, wie ich anfangen soll. Du zuerst. Okay. Weißt du, wer Peter Lustig ist? Ja. Peter Lustig ist, der hat ja Löwenzahn gemacht früher. Und Leute werden es noch kennen, junge Menschen heute werden es nicht mehr kennen. Und der hat am Ende einer jeden Sendung immer was gesagt? Ich kann mich nicht mehr ganz genau dran erinnern. Und jetzt abschalten. Gut. Und damit meinte er den Fernseher. Ja. Ausschalten. So, und das ist auch meine positive Lebensweisheit. Digital Detox Rules. Das ist gut. Ich habe eine Weisheit und seitdem ich wirklich danach lebe, geht es mir besser. Ich bin immer schuld. Ich bin selber schuld, wenn ich jemanden vertraut habe, der zu mir scheiße ist und er macht dann irgendwas, wo ich dann traurig bin und wütend bin. Ich bin schuld, dass ich diesen Menschen vertraut habe. Ich hätte auf die ganzen Warnsignale achten sollen. Und wenn man sich selbst die Schuld gibt und selber dran arbeitet, dann kannst du auch viel schneller loslassen und hast dann nicht die ganzen Dämonen, wie zum Beispiel, warum hat der das gemacht, warum hat der das gemacht. Wenn du dir die Schuld gibst und das einfach besser machst am nächsten Tag und dann einfach nicht so grün in den Ohren bist, dann wirst du nicht auf so eine Menschen reinfallen. Das ist dann halt meine Denkweise, finde ich. Wow. Ja. Ich gebe mir die Schuld für viele Sachen. Wenn ich nicht fit bin, wenn ich nicht zum Sport gehe, bin ich selber schuld. Deswegen darf ich auch nicht sauer sein, wenn dann andere Sachen nicht laufen. Wenn ich nicht drehe, wenn ich nicht aufstehe und meine Videos mache, dann bin ich selber schuld, dass ich dann kein Geld verdiene. Das ist meine eigene Schuld, ist nicht die Schuld von anderen Leuten. Es gibt immer eine Möglichkeit, wer anderes auch hinkriegen. Ja. Wow, wie deep. Oder? Voll. Ist doch eine gute Weisheit. Barry. Florian. Es war mir ein Fest. Guten Tag. Wünsche ich dir und wir hören uns nächste Woche bei Optimismus. Prime. Ciao, Leute. Ciao, jetzt Leute. Jetzt geht's wieder zurück ins Jahr 1904. Wir gehen jetzt rüber zu Ragnarok und chillen eine Runde. So geht's los. Danke, ciao, bis dann. Ciao. Redaktion Victoria Anders.